Heute findet mal ein Interview statt mit Fauli. Ja, schön, dass du da bist, lieber Fauli. Ich freue mich schon so sehr. Ja, und zwar, meine Frage ist, wie bist du denn hierher gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Ich lebte in den Tropenwald von Südamerika. Dort wurde ich geboren. Na, als ich einen Monat alt war, wurde ich mit einem Transporter von den Tierpflegern zu einem Flughafen gebracht. Dann wurde ich mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen. Ich kam in einen Supermarkt, in eine Drogerie und dort kam ich in ein Regal zu ganz vielen anderen Tierchen. Dort fand ich meinen fauligen Kollegen Dracula. Den habt ihr vielleicht schon in einem Video gesehen. Dann blieb ich da für längere Zeit. Und eines Tages um 6 Uhr morgens hörte ich es knallen. Was ist passiert? Ein braunes Wesen, der Osterhase, lief die Rolltreppe herunter, die natürlich stand, und nahm mich in seinen Rucksack. Nachdem er viel gehoppelt war und es viel gerumpelt hatte, war ich in einem Garten. Ich saß in einem Baum und dort fand mich dann der Papi. Der nahm mich entgegen. Oh, na, der war ja bestimmt erstaunt, was da in seinem Baum saß, oder? Ja, der war so glücklich. Na, das ist ja schön. Oh, wie toll. Was für eine aufregende Geschichte. Ja, erst sah er mich nicht. Und der Amelie, die lachte schon vor Freude. Doch dann drehte er sich um und fand mich im Baum und machte ein Foto von mir. Und was isst du denn gerne, lieber Fauli? Ich esse gerne Blätter aus dem Garten, die schmecken da besonders gut. Und du kochst doch immer mal mit mir zusammen. Macht dir das Spaß? Ja, das macht mir ganz, ganz dolle Spaß. Aber ich gehe auch gern mit der Amelie aufs Trampolin. Dort bringt sie mir manchmal Saltos bei. Ah, und so richtig schöne, gell? Mit Hüpfen, oder? Ja, das macht ganz viel Spaß. Na, du hüpfst ja schon, ja wunderbar. Toll. Lieber Fauli, bei wem lebst du denn jetzt gerade? Also ich sitze immer beim Papi am Computer auf dem Schreibtisch und schaue mit dem Fernseher und schaue ihm beim Arbeiten zu. Und beim Schlafen gehen gehe ich dann zu Amelie ins Bett und dann kuscheln wir in der Nacht. Wird so schön gekuschelt, ja? Ja, das macht so viel Spaß. Das ist schön. Kuscheln ist ganz viel wert, gell? Ja. Ja, ich kuschel auch immer gerne mit meinem Kind. Das ist so schön. Jetzt muss ich erst mal gucken. Bist du denn froh, dass du zu uns gekommen bist, lieber Fauli? Ja, hier habe ich ein ganz, ganz tolles Leben. Ich finde es super. Ich bin froh, dass ich nicht zu komischen Eltern gekommen bin. Ja, da. Aber ich wäre auch gern bei meinen richtigen geblieben. Aber ich glaube, die haben auch ein schönes Leben. Das glaube ich auch. Du brauchst keine Angst haben, lieber Fauli. Bei uns ist es so schön und du hast hier ganz, ganz liebevolle Leute, die sich ganz gut um dich kümmern, lieber Fauli, gell? Ja, das ist alles super toll. Na, das ist ja auch schön. Ja, jetzt hätte ich ganz noch gerne noch gewusst von dir, lieber Fauli. Wie alt bist du denn eigentlich? Jünger als du. Aha. Das ist ja gut geantwortet, lieber Fauli. Ja,
Dann haben wir noch irgendwelche Fragen? Vielleicht, liebe Zuschauer, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Fragen. Schreibt sie doch einfach mal hier unten in die Kommentare und dann machen wir gerne nochmal ein Interview mit Fauli. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, ich freue mich schon drauf. Tschüss.